einzelne Gegenstände. Ja, eine Kugel. Dankeschön. Ah, hi. Behalten, es gab noch einen zweiten Weg, den man gehen konnte. Ah. Das ist der andere Ausgang, den ich aber auch schon vorher gesehen habe. Der hier. Und jetzt können wir da unten weiter, aber ich will noch gar nicht weiter. Hier war noch ein Weg, den man gehen konnte. Den kann ich jetzt auf der Karte nicht sehen, aber der war rechts an der Wand lang. Da. Hi. Oh, nö. Der Typ war doch schon vorbei. Ach, darum geht's weiter, okay. Dann muss ich irgendwie hinter denen kommen, also da hin und da dann weiter. Aber nö. Einfach nur hier lang. Du bist keine Druckplatte. Ah. Das ist zu lang. Ja. Husch. Okay, muss man also so timen. Dass der jetzt kommt. Dann dahinter. Immer noch zu langsam. Also genau wie eben. Durchlaufen. Aber denn hier 21, 22. Jetzt den triggern. One rounded er mich. Aber jetzt würde ich wissen. 21, 22, 23. Das sollte man sich jetzt auch mal gönnen hier, hm? Finde ich auch. Ah, so, Bonuskiste. Marcus is returning. I cannot let him enter the Arcs. The Bureau will have sent an elite commander unit along with him for sure. I want to remove him from our life. Neither Sophie nor I need him. Our place is here, in the tower. His place is at the bottom of the sea. Well, at least I know what happened to me now. And how I ended up washed up on that rock. It was my own wife that did it to me. Hmm. Aber wir haben jetzt ja eine Elite-Squad von Kommandos dabei, die das alles ganz locker hinbekommen mit Marcus zusammen, hm? Ja, genau. So, raus hier und umziehen.
müssen wir einfach rechtsklicken, ne? Nee, rechtsklicken geht nicht. So. Welcher war besser? 40 Technik, 80 ist okay. Handschuh. Das Ding. Set 2 tue ich mal die Schrotflinte rein. Jenes, dieses, das und hier. Heiligensteine. So, Rest bleibt erstmal hier. Also falls ich irgendwann Ausrüstung suche, hier kann ich die finden. Speichern. Also hier gibt es halt keine Karte, aber das haben wir alles abgedeckt. Rest haben wir abgedeckt. Da geht es noch weiter und da geht es noch weiter. Da kommen wir raus, wenn wir hiermit wahrscheinlich fertig sind. Und dann geht es da endgültig weiter und vermutlich auch in die nächste Etage. Flammenwerfer. Achso, hier ist noch so ein Typ mit drin. Autsch, genau. Nicht mehr viel HP. Und tot. Okay, also es ist nur ein Flammenwerfer-Typ und dieser Psioniker. Das heißt, wir sollten das Loadout anpassen. Sind die zwei Schalter? The power to the elevator should now be restored. Deswegen sind da zwei Schalter. Weil er noch mehr Gegner spawnen kann. Das tun wir also nicht. Oh Mist, hat er den Ding jetzt nicht akzeptiert. den Wechsel von den Sprüchen. Fleißig am Dotten. Okay, er ist weg. Ne, ist so falsch. Ach so, besser. Nicht davon ausgeht, allein zu kämpfen. Du gehst davon aus, dass du drei Minions hast, aber da jetzt nur einer aufgetaucht, das ist ein Problem. Ja, dann dort mal schön durch. Ich versuche dich... Ah, ein anderer Taumaturge. Ich hatte eigentlich versucht, ihn noch mehr auszusaugen, aber okay. Warten. Definitiv warten, bevor wir jetzt irgendwas anderes machen. Das heißt, der Entlader kann da wieder ausgetauscht werden. Jetzt kommt gleich so einer von den Stalkern. Wie die hießen. Wo sind die Informationen über Viecher? Haben wir hier gar nicht, oder? Ja, schön Energie verschwenden. All diese blauen Dinger halt. Die heißen, glaube ich, nicht Stalker, die hießen irgendwas anderes, aber. Sollte klar sein, was gemeint ist. Derweil können wir hier nach Schaltern suchen, aber ich denke nicht, dass in einem Kampfraum unbedingt was versteckt ist. Allgemein habe ich das Gefühl, dass es nicht so viele versteckte Schalter gibt, aber vielleicht habe ich auch einfach nicht so intensiv gesucht, wie man das normalerweise so machen würde. Aber auch nur, weil es noch einigermaßen klappt. Also wenn das Spiel jetzt noch wesentlich härter wird, dann müsste man vielleicht
komplett in die ersten Etagen zurück und alle Wände einmal abgehen, um dann noch vielleicht ein, zwei extra Repair Packs zu finden oder Batterien oder sowas in der Richtung. Aber bisher geht's halt gerade noch. So, du wurdest gedrückt, du fehlst noch. The power to the elevator should now be restored. So, da hinten ist jetzt noch einer. Oh, gestunt, sehr gut. So, daneben geschlagen? Oh, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Bam. So, Dickerchen. Das war nicht konal nach vorne, das war um dich rum. Ich mag dich nicht. Willst du nicht zu dem da? Der ist voll toll. Wir werden noch einen Repair Pack nutzen müssen. So, Markus, wolltest du nicht gerade irgendwas sagen wegen dem Fahrstuhl? Als ich vorhin beide gedrückt habe, hat er gesagt, ja, der Fahrstuhl ist jetzt voll einsatzbereit und bla bla bla. Jetzt hat er aber gar nichts gesagt. Na gut, Goldschlüssel. Da, und das ist nur die Abkürzung wieder raus. Was ist denn der Fahrstuhl? Das sieht aus wie ein Fahrstuhl. Naja, nicht wirklich. Da ist halt einfach irgendwas abhandengekommen. Jetzt, also hier runter auf der linken Seite. Und ja, Fahrstuhl für die nächste Etage. Das ist aber noch nicht die Teddybär-Etage, oder? Okay, du kannst hier rüber schießen. Das ist also jetzt ein Fernkämpfer Taumaturg. Dann haben wir den Wendeschmeißer Taumaturg und den Debuff-Flächeneffekt Taumaturg. Irgendwie so. Mach mal hier Widerstände, weil den werden wir nicht unbedingt ablenken können. Ich habe die Fumio-Nachricht nicht gesehen, aber ich glaube, es ist zerstört worden. Häufen sich jetzt aber die Taumaturgen, hm? Das Axe. The elevator shaft leading to the main generator room of the tower. I need to get there to shut down this abomination. Und dafür müssen wahrscheinlich alle Nebenbereiche hier zuerst.
abarbeiten, bevor wir da runter können. So, und wir haben nicht mehr besonders viel Munition, also vielleicht doch mal so tauschen. Ich höre ein Kind. Das wird so viel sein, oder? Viele andere Kinder werden nicht hier drin sein. Die Stimme kommt von da unten. Nice. Ja, das ist Papa Power. Wenn die eigene Tochter in Gefahr ist, springt man auch in die Schächte runter. Sophie, wait, it's me. Oh. Mein Teddybär. Mami hat meinen Teddybär gemobst. Ich vermisse ihn so doll. Aber ich habe Mamis Spielzeug gestohlen. Wenn sie mir meinen Teddybär zurück in meine Kiste legt. Ach, Puschel. Dann gebe ich ihr auch ihr Spielzeug wieder zurück. Wieder auf der Etage. Nee, 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 nee. Können wir da rein? Wir wissen nicht, ob sie da durchgekrabbelt ist oder nach oben geklettert. Einfach Ohren offen halten nach ihrer Stimme hier in der Etage. Und überall runterspringen, wo die Stimme herkommt. Das kann nicht schlimm enden, oder? Hi. Du bist ein bisschen anders als dein Kollege von Au. Ja, du machst noch Feuerschaden zu. Ich bin tot, ohne es zu wissen. Ja. Also er saugt doch an und macht auch die Darmkampfattacken. Gut. Dann können wir hier eine Ablenkung reinnehmen. So. Oh. Ich war gerade nicht sicher, ob der Speicherstand eventuell irgendwie falsch ist. Aber ne, hier bin ich runtergesprungen. Ist alles gut. So. Also, großer Bot-Bot. Dotted. Weg. Weiß, was du tust. Schon mal gegen dich gekämpft. Und ich habe dazugelernt, wenn das im Idealfall auch sollte. Hm? Ich hoffe, ich laufe jetzt nicht rückwärts in irgendwas rein. Oh ne, hier ist nichts, was man reinlaufen könnte. Genauso viel aus wie der alte. Zack. Okay. Ich lasse die jetzt erstmal weiter hier blitzen und dorten, bevor ich irgendwas mache, sonst verschwende ich nur Energie. Okay, Gift kann neu. Und. Ne, beides liegt noch.
Weil es gerade schon wieder mich ansaugen. So, okay, weil es ist aus. Nein. Nein, 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 nein. Bin ich aus dem Rhythmus gekommen. Gut. Gut. Okay.